Geheimnisvolle Zeichen, dass du auf dem direkten Weg Richtung spirituellem Erwachen unterwegs bist. Antworten auf die Fragen aller Fragen. Wenn du bei dem Begriff spirituelles Erwachen an eine New Age Religion oder esoterischen Hokuspokus denkst, der dir nur dein Geld aus der Tasche ziehen möchte, liegst du falsch. Das spirituelle Erwachen ist ein Prozess, der mitunter unser ganzes Leben lang dauern kann. Bis auf einige wenige Propheten und Erleuchtete ist er mit einem einzigen Erweckungserlebnis nicht abgehakt. Wir wachen nicht plötzlich eines Morgens auf und wissen Bescheid über das Leben und unsere Rolle darin. Du bist dabei, dich spirituell zu öffnen, wenn du dich mit Fragen beschäftigst wie: Wozu sind wir auf der Welt? Was ist meine Bestimmung? Oder gibt es ein Leben nach dem Tod? Du kannst dir diesen Prozess mit seinem klangvollen Namen vorstellen wie ein einfaches Hinterfragen deines Lebens. Spürst du beispielsweise die Gewissheit, dass du mehr bist als nur ein bloßer Körper ohne Geist und ohne Seele, bist du schon fast am Ziel. Spirituell erwacht ist, wer tief in seinem Inneren spürt, dass wir alle miteinander verbunden sind und keine Einzelkämpfer auf diesem Planeten. Diese Verbundenheit aber zieht noch viel weitere Kreise. Sie integriert uns in das Universum, die Schöpfung und das Göttliche. Der Weg dorthin kann lange dauern und sich recht unspektakulär und simpel äußern. Wir zeigen dir in unserem heutigen Podcast einige Anzeichen dafür, dass du geradewegs in Richtung spirituelles Erwachen unterwegs bist. Nummer 1. Dein Leben fühlt sich falsch an. Eines der ersten Symptome spirituellen Erwachens ist das Gefühl, in deinem Leben wie in einem Kleidungsstück festzustecken, das nicht dir gehört. Nichts passt mehr und nichts fühlt sich mehr richtig an. Nummer 2. Du sehnst dich nach einem Sinn und Zweck. Die Frage nach dem Sinn unseres Lebens ist es meistens, die der Suche nach Erleuchtung die erste wichtige Tür öffnet. Wozu befinden wir uns in dieser Welt? Was ist unsere Aufgabe? Nummer 3. Du fängst an, tiefgründige Fragen zu stellen. Vom Sinn des Lebens geht es nahtlos über zu den Grenzfragen unserer Existenz, die bereits hart am Wind eines theologischen und philosophischen Diskurses segeln. Das Göttliche, unsere Seele und das Leben nach dem Tod sind dann die Schwerpunktthemen. Nummer 4. Du erkennst, dass vieles von dem, was dir beigebracht wurde, nicht der Wahrheit entspricht. Glaubenssätze sollten regelmäßig hinterfragt werden. Täten wir das nicht, dürften Mädchen noch immer nicht die Schulbank drücken oder ein Flugzeug steuern. So fällt es sich mit allen Dogmen, die wir von Kindheit an unreflektiert mit uns herumtragen. Vieles davon stimmt schlichtweg nicht mehr. Nummer 5. Du fühlst dich völlig verloren und allein. Wir müssen damit rechnen, bei unserem Umfeld erst einmal auf grobes Unverständnis zu stoßen, wenn wir spirituell erwachen. Niemand wird verstehen können, was gerade in uns vorgeht. Nummer 6. Du durchschaust die Trugbilder der Gesellschaft. Geld, Macht, Politik. Wo uns diese drei hingeführt haben, sehen wir jeden Tag in den Nachrichten. Konsum, Image und das Streben nach Perfektion folgen diesen falschen Götzen auf dem Fuße. Nummer 7. Du erkennst, wie unglücklich die meisten Menschen sind. Das Elend der Welt können wir als Einzelpersonen nicht lindern, doch am Weg zu einem tieferen Verständnis von Spiritualität lernen wir, es zu erkennen und nicht mehr wegzusehen. Nummer 8. Du möchtest dein Leben entrümpeln. Was kann bleiben, was darf weg? Wir ersticken manchmal förmlich unter Banalitäten und Nichtigkeiten, seelenlosen Dingen und Beziehungen, die keinerlei Bedeutung mehr für uns haben. Nummer 9. Empathie und Mitgefühl widmest du mehr Raum. Irgendwann erkennen wir, dass nicht alle Menschen unseren Grad an Erkenntnis besitzen. Sie jagen noch immer den falschen Idealen hinterher. Für sie und alle anderen empfinden wir nun tiefes Mitgefühl statt Gleichgültigkeit oder gar Schadenfreude. Nummer 10. Du möchtest allein sein. Spirituelles Erwachen ist keine Gruppenarbeit oder Teamwork.
Hier sind die Einzelkämpfer in uns gefordert. Nummer 11. Viele Gespräche erscheinen dir oberflächlich. Der Austausch mit deinen Mitmenschen erhält einen neuen Anspruch an Qualität. Smalltalk oder Klatsch sind dir nun deine Zeit nicht mehr wert. Die Themen, die die Welt zu bewegen scheinen, berühren dich nicht mehr. Nummer 12. Du sehnst dich nach neuen beruflichen Herausforderungen. Unser Broterwerb verschlingt einen großen Teil unserer Lebenszeit. Wer jeden Tag 8 Stunden an seinem Arbeitsplatz verbringt, beginnt dieses Investment von Zeit und Energie unweigerlich zu hinterfragen. Der Wunsch, Beruf gegen Berufung zu tauschen, wird immer größer. Nummer 13. Authentizität und Wahrheit kommen an erster Stelle. Wenn wir spirituell erwachen, ist die Zeit des Lügens und Verschleierns vorbei. Viel Unangenehmes wird aufgedeckt, aber die Wahrheit muss gewinnen. Nummer 14. Du wirst dir deiner negativen Gewohnheiten bewusst. Vieles schleift sich mit den Jahren einfach ein, was wir weder brauchen noch wirklich wollen. Eine Besinnung auf unsere spirituellen Werte ruft auch alle anderen zur Ordnung. Nummer 15. Du leidest unter Angstzuständen und depressiven Phasen. Wer von einem vollkommen durchgeistigten Hochgefühl träumt, wenn er an den Weg zur Erleuchtung denkt, wird leider enttäuscht werden. Wir stellen vieles in Frage, auch uns selbst. Dieser Umbruch äußert sich nicht selten in Form von depressiven Episoden und Ängsten. Nummer 16. Du wirst sensibler. Deine Antennen funktionieren nun besser denn je. Du hörst die Nebengeräusche und Zwischentöne und kannst plötzlich zwischen den Zeilen lesen. Nummer 17. Du möchtest die Welt zu einem besseren Ort machen. Wer sich weiterentwickelt, möchte diese wundervolle Dynamik auch allen anderen zuteil werden lassen. Die Missstände und das Unglück um dich herum kannst du dann nur schwer akzeptieren. Nummer 18. Die Suche nach deinem wahren Ich beschäftigt dich. Manchmal mutet uns spirituelles Erwachen einiges zu. Das Kennenlernen aller unserer Persönlichkeiten und Charakterzüge gehören mit dazu. Wer sind wir wirklich? Nummer 19. Deine Intuition wird geschärft. Sie ist unser bester Ratgeber, besonders wenn es um spirituelle und emotionale Entscheidungen geht. Mit jedem Mal, wo wir auf sie hören, schärfen und stärken wir sie. Nummer 20. Du erkennst Zufälle als Synchronizitäten. Nichts auf dieser Welt ist dem Zufall überlassen. Hinter allem, was wir täglich erleben, sehen und selbst mitgestalten, steckt ein göttlicher oder universeller Plan. Erkennen wir diese Zusammenhänge, haben wir einen großen Schritt Richtung Erleuchtung absolviert. Nummer 21. Du entwickelst Wissensdurst und eine nie dagewesene Neugier. Die persönliche Weiterbildung sollten wir niemals als abgeschlossen betrachten. Das Leben lehrt uns so vieles jeden Tag. Es wäre schade, dieses Wissen nicht zu nutzen. Nummer 22. Du fängst an, bedingungslos zu lieben. Dieser Teil klingt schwierig und scheint eher den Seligen und Heiligen unter uns vorbehalten zu sein. In Wahrheit meint Liebe hier jedoch alles, was nicht Kampf, Missgunst, Streit oder Ablehnung ist. Selbst die reine Akzeptanz ist Liebe, da sie alle Möglichkeiten offen lässt. Nummer 23. Du erkennst, dass wir alle eins sind. Niemand ist eine Insel innerhalb des Universums. Wir alle sind miteinander verbunden. Das Irdische knüpft an das Himmlische und Universelle an. Jeder Mensch und jeder Grashalm sind Teil eines großen Ganzen und gestalten die Schöpfung somit aktiv mit. Unser heutiges Fazit. Nächster Halt, Erleuchtung. Erwarte dir Großartiges von deinem spirituellen Erwachen, aber erwarte nicht, dass sich großartige Dinge auf dem Weg dorthin ereignen. Der Prozess ist ein langsamer, der sich Tag für Tag stärker in deinem Leben zu manifestieren beginnt. Sei bereit dafür, dann ist die nächste Stufe auf diesem abenteuerlichen Pfad die Erleuchtung, auch bekannt als Glück,
Zufriedenheit und Einssein mit dem Universum. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.